So Leute, da bin ich wieder und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Pokémon Feuerrot der Edition Nuzlocke. Wie versprochen, ich war offscreen im Pokémon Center und habe meine Pokémon geheilt. Dann, des Weiteren, war ich noch im Markt. Da habe ich mir ein paar Hypertränke besorgt. Ein paar Items, die wir nicht brauchen, wie zum Beispiel Top-Beleber, habe ich verkauft. Und ganz wichtig, ich habe mir X-Abwehr und X-Spezial geholt. Weil ich habe echt ein bisschen Angst vor Gary. Und da mache ich eine ganz andere Möglichkeit, wie ich den auf jeden Fall wegkriege, ohne dass ich mir Gedanken machen brauche. Da setzt er als erstes, glaube ich, Tauros ein oder Ibitak. Da nehme ich einfach Elektroball, da kann der überhaupt nichts machen. Und während das Tauros da oder Ibitak sich gegen meinen Elektroball abmüht, setze ich immer schön X-Spezial und X-Verteidigung ein. So, dann heile ich das ordentlich und greife dann an. So, und bevor da sein Glurak einsetzt, oder was heißt, bevor das einsetzt, wenn das einsetzt, ist Elektroball auf jeden Fall schneller und da sollte ein Donnerblitz dann reichen. Und nehmen wir wirklich an, der kommt zum Zug durch X-Spezial. Durch X-Spezial ist ja dann meine Spezialverteidigung auch so weit erhöht, dass man Flammenwurf nichts anhaben sollte. Und Flügelschlag tut Elektroball ja sowieso nichts. Also gegen Gary sollten wir eine Chance haben. Was ist hier? Hier ist nichts. Hier geht's zum Gary, okay. Merken wir uns, im 8. Stock geht's zum Gary. Gut, hätten wir nochmal schnell geheilt. Stock Nummer 9. Hast du was für uns? Nö, Angst hast du? Hast du was Tolles? Magnetido, ja, müssen die immer die Elektro-Pokémon einsetzen? So, den Typ noch und dann haben wir drei Items, mal sehen was das ist. Bestimmt sowas wie Elixier. Ich gebe mal einen Tipp ab, ich sag mal Sonderbonbon, Elixier und Beleber. Mal sehen. Ne, Carbon. Sonderbonbon war richtig. Und Hyperball, okay. Carbon. Wer kann eine Initiative gebrauchen? Elektroball ist sowieso schon schnell, das wäre Quatsch. Dodri ist auch schnell. Quabbo ist eigentlich auch relativ schnell. Da geht man zu unserem... Oh, Dragonier kann gar nicht mehr nehmen. Quabbo? Auch nicht. Dodri? Kannst du vergessen. Und bei Elektroball ist es sinnlos, da mache ich es auch nicht. Cool. Da heben wir uns auf für unser nächstes Pokémon. Wir werden ja sicher noch das ein oder andere fangen. So, 10. Stock dürfte nicht das Problem sein. Da kann er noch so viele Rückzughiebe machen, das juckt uns überhaupt nicht. Da kann er auch Zubat einsetzen, aber auch das juckt uns nicht im geringsten. Da kann der auch Bedroher machen, auch das ist sowas von egal, wenn wir spezielle Attacken einsetzen. Und ein Radfratz, der kann von mir also auch nochmal Ruckzuckieb machen, aber das macht er nicht. Ist mir auch egal. So. Jetzt haben wir es erstmal geschafft, die ganzen Trainer hier sind. Hier ist noch ein Item. Zink. Ja, erhöht die Spezialverteidigung. Wem geben wir das? Dodri? Ja. Jawohl. Zink. Weil Dodri ist empfindlich gegenüber Eis- und Elektroattacken. Und gegen Gestein, aber Gestein wäre kraftvoll. Also hier in dem Spiel. Und später ist es ja dann anders gelöst. So. Sichern gibt es ja nicht in dem Spiel. Also ich wage mich jetzt gegen Gary. Ich nehme zuerst meinen Elektroball. So, in der Hoffnung, meine Strategie geht auf. Weil das aber jetzt ein ziemlich wichtiger und spannender Kampf ist, werde ich die Geschwindigkeit normal machen und die Lautstärke ein bisschen erhöhen. So. Und los geht's.
Tauros setzt da ein. So, jetzt machen wir das, was ich angekündigt habe. Wir setzen genügend X-Spezial ein, meinetwegen so viermal. Jetzt ist er sogar noch paralysiert, also das stört uns gar nicht. Zweimal X-Spezial. Dreimal X-Spezial. Der ist sowieso paralysiert. Viermal X-Spezial. Okay, das war nicht geplant. Dodri. Okay, da machen wir jetzt doch noch ein bisschen X-Abwehr. Jetzt setzen wir ein Tadelwasser ein, um unser Elektroball zu heilen, und dann geht's los. Haha, dass ich nicht lache, das zieht uns ungefähr nichts ab, durch 2x Spezial. So, liebes Elektroball, hoffentlich macht er jetzt nicht Wirbelwind oder Sandwirbel. Flügelschlag, haha, das ist so lustig. Und jetzt geht's los, unsere Strategie. Ja, da kannst du nochmal Hoxokieb machen. Hallo, so aber nicht. So, das war ja sowieso nicht das Problem. Das Glurak wird vielleicht problematisch, aber durch den Einsatz unserer X-Items sollte es eigentlich gehen. Karatas, na, das ist ja wohl auch ein totaler Witz. Wenn der Karatas hat, da können wir sogar noch einmal Tadelwasser machen. Weil ich weiß nicht, was der schlimmste Fall machen will. Ah, lustig. So, und nochmal Donnerblitz. Und auch dieses Garados hier ist Geschichte. Wenn er jetzt Elektroball wenn er jetzt Magnetron einsetzt, sieht es ein bisschen doof aus. Urai nimmt er. Ja, das ist auch nicht viel besser. Was machen wir gegen Urai? Der hat gar keinen Magneton. Gegen Urai nehmen wir jetzt doch nochmal Dodri. So, und mit dem Dodri schwächen wir das Urai jetzt so weit, dass ich es mit dem Elektroball wegkriege. Weil ich muss unbedingt Elektroball haben, wenn der Glurak hat. Das wäre Quatsch, zu Elektroball erst zu wechseln. Okay, jetzt haben wir es aber besiegt, das ist dämlich. Das Dodri will ich nicht verlieren. Simsalabim dann noch. Na gut, dann mache ich Bohrschnabel drauf. So, jetzt wechsle ich zu Elektroball und krieg eine Attacke ab. Ich hoffe, dass wenn der Flammenwurf macht, schlimmstenfalls, dass wir nicht besiegt werden. Gibt es noch eine bessere Möglichkeit? Das Opfern? Ja, wenn ich das opfer, kriege ich einen freien Tausch hin. Dragonier einsetzen? Nee. Ich möchte das Myrabler eigentlich nicht opfern. Ich versuche das jetzt so. Hoffentlich macht er Flügelschlag, und wenn er Flammenwurf macht, dann müssen wir mal sehen. Er macht Grauwolke, aha, okay. Hoffentlich trifft jetzt unser Donnerblitz. Sollte jetzt eigentlich weg sein, das Glurak. Ist es auch, sehr schön, sogar noch ein Volltreffer. Gut. Haben wir sehr gut hingekriegt, bin ich begeistert. Sehr schön. So,
Dann sind wir ja hier in Safronia City und da haben wir ja noch kein Pokémon erhalten. Wir hatten ja schon mal die Wahl zwischen Kikli und Nokshan. Und da habe ich aber gesagt, ich möchte ein anderes Pokémon. Und bei dem anderen Pokémon handelt es sich hier um ein Lapras. Das kriegt man von dem Typ hier. Natürlich muss er auch einen Spitznamen bekommen. Lapras. Praslab. Prasla. Das klingt gut. Das klingt fast wie Trasla. Das ist ein Pokémon, was es tatsächlich gibt. So, toll. Wir heilen unser Team nochmal und dann geht's zu Team Rocket. Ein Typ von dem Team Rocket sollten wir eigentlich noch schaffen, weil wir sind bei 26 Minuten circa. Also das dürfte eigentlich nicht das Problem sein. So, zack. Dann nehmen wir Quabbo, weil die setzen gerne Boden-Pokémon ein. Besonders der Boss, dann vielleicht schaffen wir sogar noch den Boss. Mal sehen, Dragosso dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Surfer, zack. Vor Giovanni habe ich eigentlich keine Angst. Traumato auch nicht das Problem, machen wir Body Slam drauf. Zack. Und Knogger, auch da machen wir plus Surfer, da brauchen wir sogar nicht nochmal heilen. So, und da lasse ich jetzt bei Giovanni gleich die Geschwindigkeit so. Weil, um das jetzt nochmal zu ändern, da bin ich jetzt zu faul. So, machen wir auf hier die Türe. So. Ah, Diana, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Ui, er bedroht ein kleines Kind. Wie großartig. Nidorino. Überhaupt nicht das Problem, da machen wir Surfer drauf und dann nochmal Surfer, das hat sich eigentlich ziemlich erledigt, können wir sogar aus Spaß Durchbruch noch machen. So. Ach, Gifton. Ah gut, das hätte ich wissen können. Nidoqueen. Da machen wir Surfer drauf und dann ist das Nidoqueen Geschichte. So, wir müssen aufpassen wegen Gift. Kangama. Da machen wir eigentlich einen Durchbruch, schlimmstenfalls zwei Durchbrüche. Mugli war schlau, weil uns das Gift nämlich noch schadet. Mugli ist eine Attacke, die kommt immer zuerst und der Gegner schreckt immer zurück. Aber leider hat diese Attacke nur Sinn, wenn man die das erste Mal einsetzt. Wenn man die danach macht, ist sie sinnlos. So. Und ein letztes Mal Surfer und dann hat sich das eigentlich erledigt. Dann müssen wir bloß mal auf unser Quabbo aufpassen, dass es nicht noch stirbt. Verdammter Mist, du hast unsere Übernahme der Slipko vereitelt. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Diana, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rockets da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. So, was hast du für ein Geschenk? Bla 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 bla. Meisterball, toll. Ich kann mal kurz erklären, Meisterball ist ein Item, ein Ball, wo jedes Pokémon beim ersten Mal mit Erfolg in den Ball reingeht. So, wir sind bei 45, da schaffen wir das also auch locker zum Pokémon-Center. Zack, Erdgeschoss. Sollte wirklich klappen, ich gucke da nochmal zur Sicherheit. Wo sind wir? 35, 34, 33, 231, 39, 29, 28. Hallo, 27, 26, 25, 24, 23, 23, das schaffen wir auf jeden Fall. So, ich würde sagen, das hat wieder perfekt in den Zeitplan reingepasst. Ich würde jetzt mal den Part beenden. Im nächsten Part gucken wir mal, was wir dann machen. Wahrscheinlich ein Arena-Leiter hier, beziehungsweise Arena-Leiterin. Ja, mal sehen, aber das überlege ich mir noch. Ich verabschiede mich jetzt erstmal und bis zum nächsten Mal. Euer MTech. Ciao, Leute.